Zu Interesse und Vorlieben. Was möchte eigentlich die Gruppe, der Gruppenleiter oder der Veranstalter? Oft sind es gar nicht die organisatorischen Rahmenbedingungen, die die Stückwahl bestimmen, sondern die Vorlieben und Wünsche der Ausführenden oder des Veranstalters. Der Spaßfaktor sollte auf jeden Fall nicht zu kurz kommen. Hier wieder einige Punkte zum Nachdenken. Können sich die Darsteller und Projektteilnehmer für das Stück begeistern? Hat es etwas mit ihnen zu tun? Finden sie Anknüpfungspunkte zu ihrem eigenen Leben? Macht das Stück sofort Lust, es szenisch umzusetzen? Nichts ist schlimmer als ein Thema, das man dem Team erst durch lange dramaturgische Überzeugungsarbeit vermitteln muss. Hier unser Vorschlag. Sammelt ganz unvoreingenommen Ideen der Teilnehmer, auch wenn sie sich vielleicht nicht immer umsetzen lassen. Nur so bekommt ihr ein Gefühl dafür, wo die Interessen der Teilnehmer liegen. Neben den persönlichen Interessen des Teams sollte man sich auch Gedanken um die Zielgruppe des Stückes machen. Das heißt, wie setzt sich das Publikum zusammen? Sind es Eltern, Freunde oder Menschen aus der Umgebung? Und welches gesellschaftliche Milieu ist zu erwarten? Ein Fachpublikum? Theaterneulinge? Oder eine gemischte Zusammensetzung? Es ist auch hilfreich, sich und der Gruppe bewusst zu machen, dass es ganz verschiedene Theaterformen und Stilrichtungen gibt. Je nachdem, für welche man sich entscheidet, beeinflusst das natürlich auch die gesamte Ästhetik der Umsetzung. Hier einige Theaterformen: Tragödie, Komödie, Oper, Musical, Operette, Kindertheater, Boulevardtheater, Revue, Farce, Kriminalstück, Tanztheater, Pantomime, Performance, Märchenstück, Volkstheater und so weiter. Hinzu kommen die unterschiedlichen Darstellungsmöglichkeiten: naturalistisches Theater, episches Theater, postdramatisches Theater, symbolistisches Theater, absurdes Theater und so weiter.